Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bavaria Motors NRW, zu einem neuen Bavmo Video. Oft wurden wir gefragt, wie wir überhaupt auf den Namen Bavmo gekommen sind und wofür dieser steht. Wie es zu dieser Namensgebung kam und wie aus Bavmo wurde, was es heute ist, erfahrt ihr in diesem Video. Bavaria Motors NRW. Wir schreiben das Jahr 2013. Ino und ich haben ca. 24 Stunden, 7 Tage die Woche über BMW gesprochen. BMW hier, BMW da. Autos hier, Autos da. Eigentlich eine Sache, die die meisten unserer Zuschauer kennen sollten als absolute Autoenthusiasten. Der Dreier da unten ist deiner. Der 328er? Dicker, du fährst jetzt für Bavo. Meinst du, ich lass dich in einem Astra rumgucken oder was? Ende 2013 beschlossen wir, eine Art BMW-Fahrer- und Tuning-Club zu gründen, haben uns am Ende dann doch auf eine Crew festgelegt. Kurz darauf hatten wir einige Mitglieder aus den umliegenden Städten. Gemeinsam sind wir zu diversen kleineren Treffen gefahren, haben an den Autos geschraubt und halt all das gemacht, was eine Crew so macht. Gleichzeitig haben wir unsere Facebook-Seite damals noch unter dem Namen Bavaria Motors NRW gegründet. Auf den Namen kamen wir eigentlich relativ einfallslos, da wir BMW-Enthusiasten aus NRW sind. Ende 2014 haben Ino und ich uns von allen Mitgliedern getrennt und im Frühjahr 2015 zum Saisonbeginn angefangen, große BMW- und Mini-Treffen auf öffentlichen Plätzen ohne Eintritt oder ähnlichem zu veranstalten. Getreu dem Motto einfach nur Meet and Greet und über Autos quatschen. Wir haben über unsere Facebook-Seite, die zu diesem Zeitpunkt an die 2000 Follower hatte, über den Veranstaltungskalender von Facebook und über diverse BMW- und Minigruppen die Leute aufgerufen, zu einer von uns festgelegten Location zu kommen. Zu diesem Zeitpunkt haben wir Bavaria Motors NRW auch in Bavmo NRW umbenannt, da Bavmo eine gekürzte Version von Bavaria Motors NRW ist und wir sowieso immer Bavmo gesagt haben, da es schneller ging. Das erste Treffen war auch direkt ein voller Erfolg für uns, da insgesamt an die 160 verschiedene Fahrzeuge vor Ort waren. Es gab keine bzw. nur wenige Leute, die dort mal einen kleinen Powerslide gemacht haben oder die Drehzahl hochgejagt haben, was wir auch gut fanden, da es dadurch auch keine Probleme mit Anwohnern oder der Polizei gab. Wir haben aber auch vorher angekündigt, dass wir sowas nicht dulden werden, da wir nicht wollten, dass die Polizei uns alle vom Parkplatz verjagt. Kurze Zeit nach unserem ersten Treffen gab es Schlagzeilen über ein anderes Treffen, wo Jugendliche mit Leihwagen von diversen Firmen die Anwohner gestört haben mit Burnouts und irgendwelchen Driftversuchen. Sowas wollten wir von vornherein vermeiden und haben es auch hinbekommen. Über die folgenden Treffen, wie aus Bavmo NRW endgültig Bavmo wurde und wie es ein wenig hinter den Kulissen heute abläuft, wird euch jetzt der Ino erzählen und hiermit gebe ich zurück ans Studio. Okay Migu, dann will ich ab hier mal übernehmen, denn jetzt wird es richtig interessant und etwas ausführlicher, Leute. Nachdem wir unser erstes Meeting erfolgreich veranstaltet hatten, schlossen sich uns wieder ein paar Jungs an. Da wir aber nicht schon wieder einen auf exklusiven BMW-Fahrerclub machen wollten, blieben wir bei den Crew-Strukturen und veranstalteten zwei weitere große Treffen. Doch bevor wir das taten, ging mir durch den Kopf, dass wir etwas an unserem Namen Bavmo NRW ändern müssen. Irgendwie gefiel mir dieses NRW im Namen nicht, genauso wie die Schreibweise. Da wir sowieso kein Club mehr an sich sein wollten, sondern eher sowas wie eine überregionale Crew, hatte das NRW im Namen so oder so keinerlei Sinn mehr. Also entschied ich kurzerhand im Alleingang, das NRW im Namen zu streichen und die ganze Crew einfach Bavmo zu nennen. Ich änderte am gleichen Abend noch alle Logos, erstellte unsere erste Webseite und aktualisierte einfach alles bei Facebook. Auch die WhatsApp-Gruppe nannte ich einfach um. Als die Jungs mitbekamen, dass ich alles auf eigene Faust geändert hatte, fragten sie etwas verwundert nach, was ich da gemacht habe. Ich erklärte ihnen, dass der Name so viel besser sei und machte darauf aufmerksam, dass wir selbst auch immer nur Bavmo sagten. Kurz und einprägsam. Im Endeffekt hatten Migo und die Jungs nichts dagegen. Also begann ich auch direkt ein Video vom ersten Treffen mit unserem neuen Logo zusammenzuschneiden. In diesem habe ich dann auch ein bisschen Promo für unser zweites Treffen gemacht.
Ab unserem zweiten Treffen haben wir dann auch die Minifahrer aus und rund um das Ruhrgebiet mit eingebunden, was bei den BMW-Fahrern auch sehr positiv ankam. Es entstanden Kontakte und erste Berührungspunkte zwischen BMW-Fahrern und Minifahrzeugen. Alles in allem ein chilliges Treffen, welches sich bis in die frühen Abendstunden zog. Für unsere dritte und bis heute letzte Veranstaltung haben wir sogar einen namhaften Sponsor gewinnen können. Dieser stattete uns mit Goodies aus, welche wir auch direkt unter den Leuten vor Ort verteilt haben. Es kamen etliche BMW und Mini-Fahrzeuge. Das Highlight jedoch war ein schwarzer E30 M3 Sport Evolution 3. Dieser gehörte einem Herren mittleren Alters aus Dienstlaken, der sich permanent bei uns bedankt hatte, dass wir dieses Treffen überhaupt veranstaltet haben. Sein M3 war so dermaßen gut erhalten, so gepflegt, so gut, dass bald alle Besucher im Kreis um dieses Fahrzeug standen. Der M3 stahl einfach allen Fahrzeugen vor Ort die Show, obwohl das Fahrzeug weitestgehend im Serienzustand war. Nachdem die ersten nach Hause fuhren und nur noch eine Handvoll BMWs auf dem Platz standen, unterhielten wir uns mit dem Besitzer des E30. Wir redeten über sein Auto, über das Treffen und wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, ein BMW- und Mini-Treffen zu veranstalten. Das Treffen hatte ihm extrem viel Spaß gemacht. Er erzählte uns Dinge wie: "Wisst ihr, früher in den 90ern hatten wir im Ruhrgebiet auch schon so eine tolle Szene. Da hat man sich getroffen, ausgetauscht und Kontakte geknüpft. So kam ich zu meinem Mechaniker, der kümmert sich heute noch um meinen M3. Deswegen finde ich das so toll, dass die Jungen das hier wieder so aufgreift und uns Alten da auch noch duldet, nicht? Finde ich echt klasse, Jungs. Hört mal, ich habe kein Facebook oder wie das da heißt, ne? Ich habe nur Internet, aber sowas wie Facebook nutze ich nicht. Sieht man eure Termine oder die Veranstaltung sonst noch irgendwo?" Da ich kurz zuvor unsere erste Webseite erstellt hatte, habe ich ihm direkt unsere Internetadresse aufgeschrieben, wo er alle Infos auch ohne Facebook bekam. Wir verabschiedeten uns und als wir in unsere Autos stiegen, rief er noch folgenden Satz zu: "Jungs, danke nochmal, ne? Bleibt dran! Bringt sie alle wieder zusammen!" Ich fuhr nach Hause und habe direkt das mittlerweile dritte Video vom Treffen geschnitten und auf YouTube hochgeladen. Am selben Abend haben wir in unserer WhatsApp-Gruppe ein Resümee gezogen und haben entschieden, dass wir zum Saisonabschluss kein weiteres Treffen mehr veranstalten werden. Die Jungs wollten nämlich den Fokus auf unsere Facebook-Seite legen und dort erstmal mehr BMW-Fahrer erreichen. Ich ließ mir alle drei Treffen nochmal durch den Kopf gehen und sah mir über die YouTube-App auf meinem Fernseher alle drei Videos unserer Treffen an. Das Video, was ich ein paar Stunden zuvor hochgeladen hatte, endete mit dem E30 M3 und irgendwie musste ich an den Satz von dem korrekten Herren aus Dienstlaken mit dem E30 M3 denken, wie er sagte: "Bringt sie alle wieder zusammen." Ich bekam Gänsehaut, weil ich irgendwie stolz war. Das Treffen, unsere Facebook-Seite, unsere Webseite, das Feedback. Mann, tausend Eindrücke schossen mir durch den Kopf. Bringt sie alle wieder zusammen. Wie sollten wir das machen? Währenddessen endete das Video und die YouTube-App spielte automatisch ein Faktenvideo ab. In meinem Kopf macht es auf einmal Klick. 12 Fakten. Gibt es sowas über BMW-Fahrzeuge? Gibt es sowas überhaupt über Fahrzeuge? Nach kurzer Recherche war die Antwort klar: Nein. Warum mache ich nicht einfach ein 12-Fakten-Video über BMWs? So können wir im ganzen Land BMW-Fanatiker erreichen. Gesagt, getan. Ich schrieb die interessantesten Dinge auf, die ich über den E36 wusste und im Kopf hatte. Ich fragte auch Migo und die Jungs. Nachdem ich 15 Fakten gesammelt hatte, recherchierte ich, um mich noch einmal abzusichern und begann das Video zu produzieren. Ich lud es hoch und teilte den Link in der WhatsApp-Gruppe. Tja, und so nahm alles seinen Lauf. Anfang 2018 gründeten wir das YouTube Automotive Netzwerk Bavmo Media und starteten unseren markenoffenen Zweitkanal Engine. Heute haben wir über 25.000 treue Ehrenabonnenten, die uns Woche für Woche verfolgen und uns motivieren weiterzumachen. Denn es ist auch heute noch ein Kampf auf dieser Plattform organisch zu wachsen. Noch immer zahlen wir enorm viel Geld aus eigener Tasche, um Bavmo am Laufen zu halten, denn die Einnahmen decken nicht einmal im Ansatz die Ausgaben. Deswegen produzieren wir mit Bavmo Media auch Videos für Unternehmen, um eine weitere Einnahmequelle zu haben und hoffen auf euren stetigen Support, um Bavmo auch weiterhin am Laufen zu halten. Und so entstand Bavmo und entwickelte sich zu dem, was es heute ist. Höhen, Tiefen, Probleme, Erfolge, all das nur für euch. Für die, die unsere harte Arbeit zu schätzen wissen und uns so leidenschaftlich supporten. Für all jene, die uns dabei helfen, noch bessere Videos zu bringen. Für alle, die dieselbe Begeisterung für BMW-Fahrzeuge teilen wie wir. Für euch. Wir bringen euch alle wieder zusammen.